Hören Sie bitte auf, mir auf die Nerven zu gehen. Ich muss mich erst in den Fall einarbeiten. Haben Sie verstanden? Danke. Salü, Mädels. Sally. Alles gut? Nein, ich hau ab. Was? Ich kann nicht länger in diesem Saustall leben. Du bist süß, wenn du arrogant bist. Sie sind nie da. Ja, klar. Im Prinzip arbeitest du hier, weil ich nicht da bin, oder? Ich habe sie diese Woche zweimal gesehen. Ich bin nicht ihr Mann, ich bin ihr Babysitter. Wehrte dich doch nicht ab. Du bist viel mehr als das für mich. Wirklich. Was soll das? Baggern Sie mich an? Denn wenn das der Fall ist, verklage ich Sie wegen sexueller Belästigung. Na gut. Ich bin Anwältin. Meine Aufgabe ist es, auf Ihre Kinder aufzupassen. Mehr nicht. Wenn ich mich immer auf die Aufgaben hätte beschränken müssen, die man mir angeboten hat, hätte ich keine Freude in meinem Leben gehabt. Ich verstehe, ich habe dir zu viel Freiheit gelassen, dass es normal schließlich ist. Du möchtest dich irgendwo emanzipieren. Was? Oh ja, du willst mir zeigen, dass du Persönlichkeit hast, dass du frei und unabhängig bist. Und das sehe ich, Elliot. Da darfst du dich nicht täuschen. Ich sehe, dass du jemand bist. Ihre Töchter sind unglücklich. Nimm das sofort zurück. Ich nehme es zurück. Also, I propose you something. You're good to take a break and you come back in an hour. Nein. Ich zahle dir 5% mehr. Gut, 20%. Und ich bin ruiniert. Okay, you take the food out of the mouth of my children. Kein Problem. Okay, na los, hau ab. Hau ab, alles gut. Salü. Was machst du denn hier? Ich habe am Schuleingang gedealt. Nur ein Scherz, ich habe dir deine Tasche gebracht. Danke, vielen Dank. Mädels, wartet! Ich wollte nur über etwas mit dir reden. Gut. Dann komm mit. Hier, kannst du das bitte nehmen? Ja. Danke. Warte. Komm mit. Und seit ich mich von meiner Ex-Freundin getrennt habe, habe ich bei einem Kumpel gewohnt. Und da ich aufgehört habe zu dealen, kann ich die Miete nicht mehr bezahlen. Außerdem habe ich meine Konditorlehre wieder aufgenommen. Aber mein tatsächlicher Traum ist es, Anwalt zu werden. Verstehe, aber erst Drogen, dann Konditor, Anwalt, das ist ein bisschen... Ja, nein, eigentlich ist es ganz einfach. Ich würde gern mit dem Anwaltsstudium anfangen und parallel dazu dir helfen, eine Sekunde, wenn du jemanden brauchst. Hallo? Wenn du mich weiter anrufst, gebe ich den Fall ab und dein Cousin wird es schwer haben, 24 Stunden vor der Anhörung einen neuen Anwalt zu finden, alles klar? Was willst du? Naja, vielleicht kann ich dein Lehrling sein. Ich meine, dein persönlicher Assistent. Eigentlich bin ich eher auf der Suche nach einem Babysitter. Ja, aber das schließt das mit ein. Ich könnte dein junger Au-pair sein. Du hast keine Wohnung. Nein, das stimmt. Ja, aber unter anderem, es ist wirklich nicht nur deswegen. Ich urteile auch nicht über deinen Lebensstil. Du kannst deine Höschen auf dem Boden rumliegen lassen und ich werde sie mit Vergnügen aufheben. Nein, so meine ich das nicht. Nicht in dem Sinne. Ich habe mich falsch ausgedrückt. Ach so. Was ich sagen will, ist, dass ich dein Mann im Hintergrund sein könnte. Ich würde all deine Probleme lösen, ohne dass du was merkst. Und dann, wenn du willst, kann ich auch dein Assistent sein. Wie wär's, wenn wir es versuchen? Eine Woche lang? Ja. Okay? Ja, natürlich. Und wenn's nicht klappt, lassen wir es, ja, okay? Ja, nein, natürlich. Gut. Ja. Einverstanden. Ja, einverstanden? Das ist ja, ja super. Eine Woche. Ja? Kann ich vielleicht, wo soll ich hin? Na, hierhin, das hier ist dein Bett. Es gibt nur zwei Zimmer. Ah, gut, super. Geht das? Ja, das ist, Gut, das super, geht dafür will ich wirklich absolut keine Drogen hier. Oh nein, keine Sorge. Verstanden. Ich bin in der Clean-Phase meines ja, Lebens, da brauchst du dir keine Sorgen machen. Okay, perfekt. Das war das. Gut. Ich gehe duschen und mach mich fertig. Gehst du heute Abend aus? Nein, ich treffe mich mit jemandem in meinem Schlafzimmer. Ah. Ja, gut, aber ich urteile nicht. Soll ich was zu essen machen? Oh ja, das wäre super. Du kannst dir Geld für den Einkauf aus meiner Tasche nehmen. Ja, okay. Cool. Warte, wie ist deine PIN? 3668. Mädels? Sam passt auf euch auf. Sex hat zurzeit wirklich keine Priorität für mich. Willst du nicht herkommen und dich hinlegen? Guten Abend. Guten Abend. Ich bin Smart und Sexy 75. 666, das widert mich an. Ich möchte verstehen, wann mein Leben angefangen hat, so den Bach runterzugehen. Was sehen Sie? Nicht sehr viel. Was heißt nicht sehr viel? Diese Frau ist vollkommen verrückt. Ich muss mich trennen. Ich bin total fertig. Monsieur Mallet? Das Guten ist der frühere Klient, den ich verteidigt habe. Ach ja? Weswegen warst du angeklagt? Drogen. Gibt es nichts Gutes in den Karten? Nicht Immer mal eine kleine Gleiche. Aufheiterung irgendwo? Sie sagt, du hättest dir ein Dessertmesser geschnappt und es ihr in dem Moment in den Bauch gestoßen. Aber nein, das hat sie selbst getan, als ich in den Festsaal zurückgekommen bin. Sie ist verrückt! Sie sagt, sie hätten ihr gewaltsam das Höschen heruntergerissen. Nein, selbst wenn, war es unmöglich, weil sie überhaupt kein Höschen anhatte. Was machst du hier? Erste Reihe! Ich habe am Schuleingang gedealt. Nur ein Scherz. Eigentlich bin ich eher auf der Suche nach einem Babysitter. Ich könnte dein Au-pair sein. Du hast keine Wohnung. Gehst du heute Abend aus? Nein, ich treffe mich mit jemandem in meinem Schlafzimmer. Ah.
Ja gut, aber ich urteile nicht. Sally. Was machst du hier, David? Ich war in der Gegend. Ich darf schließlich meine Töchter sehen. Kennst du den Blog deines Ex? Was fällt dir ein, Dinge zu enthüllen über meine Klienten? Ich bin im sexuellen Nichts und werde als die Hure der Anwaltschaft bezeichnet. Ist doch ironisch. Könnte ein Zeuge sie bemerkt haben? Nein, kein menschlicher Zeuge, aber Jacques. Ihr Hund. Ich habe den Eindruck, dass du völlig am Boden bist. Und ich habe herausgekriegt, dass es am Boden keinen Boden gibt. Ich werde dich deine Arroganz einer kleinen Straßenhure schlucken lassen, dreckige Scheißsoziopathin, die Wirklichkeit wird dir um die Ohren fliegen. Ich habe leider keine Zeit mehr für diese Poesiesammlung. Ich kann euch nicht mehr folgen in eurem perversen Spiel, ich bin erschöpft. Hol ganz ruhig los. Störe ich vielleicht? Hä? Ich bin da mal weg. Nein, nein, es ist nicht so, wie du denkst. Ich passe auf die Kinder auf. Ist der völlig bescheuert oder was? Mike Quinn's a good kid, man, he doesn't want anything hid. He's forever demanding to know who and why and what. Findest du nicht, dass die Chemie zwischen uns ganz gut passt? Ich habe wirklich Angst vor dir. Du bist so überdramatisch.